ja, nochmal vielleicht auch der Hinweis für alle Bayern 04 Fans, die sich jetzt erst einschalten. Auch einige Jugendspieler sind mit dabei. Das ist ganz interessant. Maximilian Neutgens für das Tor. Die immer noch drüben sind, die haben wir hier leider gar nicht im Bild. Genau, genau. Fofana, Ese, Schwieren, Pesch, Aurier und eben Serdemir, der ja als U19-Spieler eben ja, sozusagen läuft, aber die Vorbereitung bestreitet. Wir haben das eben thematisiert, der Neuzugang vom FC Nordzeeland, auch in der Trainingsgruppe hier mit dabei. Also ihr seht, die Passübung hier erst einmal, um das Ganze einfach so ein bisschen auch anrollen zu lassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist noch nicht die mit hoher Intensität in zwei Gruppen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt anlässt. Das war pünktlich zum Anpfiff. Sehr gut, Nico. Ja, mit dabei auch, haben wir gerade am Ball gesehen, Emrehan Gedikli, der junge Mann, Profivertrag unterschrieben an seinem 18. Geburtstag, ist mit in dieser, ich nenne es jetzt mal hinteren Gruppe mit dabei. Moussa Diaby können wir da hinten sehen und da wird es jetzt erstmal darum gehen, die Pässe präzise zu spielen, in den Fuß, Ball an und Mitnahme, so wie ich es eben auch angekündigt hatte. Sich dann gut in den Räumen zu bewegen. Die Räume hat das Trainerteam abgesteckt und so ist das mal ganz interessant zu sehen. Beziehungsweise auch interessant für die Spieler zum Reinkommen, eine gute Übung, um da eben jetzt auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, für die ersten Momente, für das, was das Trainerteam auch fordert. Und in der Mitte des Platzes Gerardo Seoane, der sich das ganz genau anschaut und seine ersten Eindrücke hier gewinnt. Ja, nochmal vielleicht auch der Hinweis für alle Bayern 04 Fans, die sich jetzt erst einschalten. Auch einige Jugendspieler sind mit dabei. Das ist ganz interessant. Maximilian Neutgens für das Tor. Die immer noch drüben sind, die haben wir hier leider gar nicht im Bild. Genau, genau. Fofana, Ese, Schwieren, Pesch, Aurier und eben Serdemir, der ja als U19-Spieler eben ja, sozusagen läuft, aber die Vorbereitung bestreitet. Wir haben das eben thematisiert, der Neuzugang vom FC Nordzeeland, auch in der Trainingsgruppe hier mit dabei. Also ihr seht, die Passübung hier erst einmal, um das Ganze einfach so ein bisschen auch anrollen zu lassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist noch nicht die ganz hohe Intensität, muss man sagen. Das wird sicherlich auch noch anders werden in den kommenden Wochen, da bin ich ziemlich sicher. Aber du hast es ja schon gesagt, Gerardo Seoane trainiert meistens zweimal. Jawohl, sehr so intensiv, auch heute. Verlangt im Übrigen auch ein sehr hohes körperliches Fundament von seinen Spielern. Das weiß man aus Bern. Er ist da sehr akribisch in der Trainingsarbeit, verlangt auch sehr viel von den Spielern. Vor allem das Allerwichtigste, das ist vielleicht ganz interessant, absolute Loyalität der Spieler, ist durchaus jetzt nicht komplett streng, aber sehr anspruchsvoll und hat da auch eben
hohe Anforderungen an seine Spieler und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut und er geht sicherlich auch da natürlich jetzt nicht rein am ersten Tag, so ihr müsst das, aber kann man sich schon mal darauf einstellen. Er hat da durchaus, so wie aus der Schweiz zu hören war, eine straffe Teamführung. Wie genau meinst du das mit der Loyalität? Ja, dass man also wirklich da auch eng zusammenarbeitet zwischen Trainer und Team und Mannschaft, dass da eine gute Abstimmung ist, eine gute Kommunikation. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Das ist ganz interessant. Also das war aus der Schweiz zu hören, dass ihm das ganz wichtig ist, ein offenes Verhältnis auch Kritikpunkte. Die Mannschaft soll nicht alles schlucken, sondern auch, die kann auch jederzeit zu ihm kommen und kann darüber auch sich mit ihm austauschen. Das ist vielleicht mit dem Begriff Loyalität auch gemeint. Mhm. Aber er verlangt natürlich auch, wenn es einen Austausch gibt, also er verlangt auch viel, dass die Spieler auch viel geben. Das ist sozusagen ein Geben und Nehmen. Das war von den Young Boys zu hören, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ihn ist. Das ist ja auch ganz interessant zu wissen. Aber jeder Trainer entwickelt sich natürlich auch auf jeder Station weiter. Also inwiefern er dann in Leverkusen auch wieder andere Dinge umsetzt, werden wir dann erfahren. Vielleicht oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant zu wissen, was ist das für ein Typ. Ne? Also ist auf jeden Fall Gerardo Seoane eine absolute Persönlichkeit in der Schweiz. Sehr, sehr hoch angesehen, wurde schon mit dem jungen Ottmar Hitzfeld verglichen. Also das ist natürlich ein absoluter Ritterschlag. Denn wie wir ja alle wissen, hat Ottmar Hitzfeld Großes, Großes geleistet in seiner Trainerkarriere. Diese Eulen werde ich jetzt nicht mehr nach Athen tragen, das alles aufzuzählen, aber auch natürlich Meistertrainer mit dem FC Bayern und so weiter. Also dem wird in der Schweiz eine ganze Menge zugetraut, Gerardo Seoane. Und also wir sind sehr gespannt. Und das hier sind die ersten Eindrücke von seiner ersten Trainingsarbeit oder Trainingseinheit auf dem Platz. Wir können vielleicht nochmal, Mara, jetzt das auch nutzen, so ein bisschen auch über die Termine, die ersten Termine sprechen. Sehr vielleicht gerne. Ein guter Service auch für die Bayer 04 Fans. Also, wir haben Testspiele, da werden wir euch noch ganz genau darüber auch informieren, wie das dann weitergeht. Es wird auf jeden Fall Testspiele geben in dieser Vorbereitung, auch im Trainingslager in Zell am See. Und auf jeden Fall nächsten Mittwoch. Genau, gegen den SVW in Wiesbaden im Übrigen, ja. Pokalgegner von Borussia Dortmund, dem Titelverteidiger im Pokal. Also das wird dann schon ein sehr interessantes Spiel. Wir bemühen uns, das auch live zu übertragen. Wir werden euch da rechtzeitig darüber informieren. So, und dann geht es ja in den Pflichtspielstart. Und das wird am 1. Augustwochenende sein. Und da geht es dann direkt mal zu einer, wie ich finde, schon anspruchsvollen Aufgabe. Ein interessantes Los auf jeden Fall, so wie auch Simon Rolfes ganz klar gesagt hat. Klar, der Anspruch ist klar. Es ist ein großer Club mit einer großen Fußballvergangenheit. Was er auch gesagt hat, dass er natürlich darauf hofft, dass es mal wieder ein Spiel mit Fans wird. Ne? Also wo wirklich beide Mannschaften gepusht werden, die Fans dabei sein können. Das bleibt natürlich abzuwarten. Aber es wird auf jeden Fall ein Spiel mit Pokalcharakter. Ja, und ich habe also die Informationen aus Leipzig auch zumindest definitiv so, also nicht bekommen, aber man konnte es auf der Homepage entnehmen. Leipzig plant mit Zuschauern. Sind live, ja. Herzlich willkommen, Fernando Caro, der Clubchef von Bayern 04. Schaut sich auch das Training an, natürlich mit dabei. Gemeinsam auch mit Simon Rolfes, der heute auch natürlich hier ist. Also auf jeden Fall, Leipzig plant mit Zuschauern. 12.000 Zuschauer gehen in das Bruno-Plache-Stadion. Das ist so ein altehrwürdiger Standort in Leipzig. Und das sind die Informationen, die Leipzig auf seiner Homepage veröffentlicht. Voraussetzung unter den 3Gs, genesen, geimpft, was war das dritte? Genesen, geimpft, getestet. Getestet, so, haben wir das jetzt sortiert. Genau, unter diesen Voraussetzungen können 12.300 Zuschauer auch ohne Maske ins Stadion. Das ist im Moment die Information, die Leipzig veröffentlicht. Ich zitiere das nur. Das wäre sensationell. Deswegen können wir uns vorsichtig, wenn die Inzidenzzahlen das zulassen, auf ein
Spiel mit echtem Pokalcharakter, Freund. Der 12.300 Zuschauer, das ist ein Hexenkessel. Ja, und es ist ja, du hast es ja schon angedeutet. Gibt so ein bisschen Vergangenheit auch. Vor allem auch nach der langen Zeit natürlich ohne Zuschauer ist das natürlich toll. Also da kann sich Bayern 04 auf jeden Fall auf eine tolle Atmosphäre freuen, wenn alles so bleibt wie bisher. Und es gibt auch ein paar Berührungspunkte mit Bayern 04. Ganz genau. Ich starte auch einfach direkt gerne mal. Also gerne. Ich weiß nicht, ob es einige von euch wissen, aber der Sohn von Ulf Kirsten hat dort gespielt. Torwart Benjamin Kirsten hat allerdings im Juni bekannt gegeben, dass es gesundheitsbedingt leider nicht mehr weitergeht. Er stammt hier aus dem Leverkusener Nachwuchs und war dann seit 2016 bei den Leipzigern, aber hatte sich 2020 einer Meniskustransplantation unterzogen und deswegen kam jetzt leider die traurige Erkenntnis, dass es nicht mehr reicht. Ja, Pech für Benny Kirsten auf jeden Fall, aber sein Vater natürlich in Leverkusen eine absolute Legende, dreifacher Torschützenkönig. Aber du hast eben die Verbindung zu Bayern 04 angesprochen. Es gab tatsächlich mal vor 12 Jahren ein Spiel, das einzige Spiel im Grunde gegeneinander des ersten FC Lokomotive Leipzig gegen Bayern 04. Am 18. Juli 2009 im Leipziger Zentralstadion gab es ein 5:0. Das war das damalige Ablösespiel für René Adler, der damals ja aus der Jugend von Leipzig zu Bayern 04 gewechselt ist. Rüdiger Vollborn hat ihn quasi entdeckt. Und das war das Ablösespiel. Und da hat ja unter anderem, wer ein Tor gemacht? Toni Kroos. Schau mal einer an, hat ein Tor gemacht bei diesem 5:0-Sieg. Das ist auch das einzige Spiel in der Geschichte sozusagen dieser beiden Clubs gegeneinander. Aber immerhin, es gab schon mal eins. Jawohl. Und wir waren ja eigentlich beim Rahmenterminkalender. Da wollen wir jetzt auch nochmal drauf zurückkommen. Ein bisschen abgeschweift. Ja, aber so soll es ja auch sein. Ein paar Hintergrundinfos. Nämlich eine Woche später geht es dann auch in der Bundesliga los. Und zwar wo? Beim 1. FC Union Berlin und auch ziemlich sicher mit Zuschauern. Und das ist natürlich ein sehr, sehr heißer Auftakt. Absolut. An der alten Försterei waren wir ja auch schon zweimal jetzt in den letzten Jahren. Und da kann ich mich noch sehr an dieses dramatische 3:2 erinnern. Karim Bellarabi aus unmöglichem Wahnsinn. Winkel. Ich glaube, mit der Picke hat er den Ball dann am Ende ins Tor befördert. Also das wird ein ganz, ganz heißer Auftakt. Damals Kai Havertz noch mit einem wunderbaren Heber zum 1:1. Und da hat man sich eigentlich in den beiden Spielen richtig, richtig schwer getan. Auch jetzt leider beim Winterspiel bei Union Berlin. Ich glaube, das war das kälteste Spiel der Saison bei minus 6 Grad. Du warst das, ja da. Ja, das war nicht unbedingt ein Zuckerschlecken und dann leider auch vom Spiel her nicht das 0:1, spätes Gegentor. Also das wird ein ganz heißer, schwieriger Auftakt, wie ich finde. Also da dann direkt mal mit 3 Punkten zu starten, das ist natürlich oder wäre super aus Bayern 04 Sicht. Ne? Definitiv. Und es bleibt heiß. Danach direkt geht es weiter gegen Borussia Mönchengladbach. Genau, Borussia Mönchengladbach. Tolles Heimspiel. Dann der zweite Spieltag. Und es geht eigentlich dann Schlag auf Schlag. Vor allem sind es dann auch weite Reisen. Der FC Augsburg ist der nächste Auswärtsgegner für Bayern 04 Leverkusen. Dann gibt es schon eine Länderspielpause. So, und dann geht schon los in der Euroleague quasi. Dann geht es am 16. September, das nochmal als Hinweis, in der Euroleague los. Gruppenphase, Bayern 04, dann gegen, das werden wir dann sehen. Am 31. August oder Ende August ist dann die Auslosung. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, gegen wen Bayern 04 spielen wird. Aber das so mal als grobe Einordnung, wie es losgeht für alle Bayern 04-Fans. Da kann man sich schon mal den einen oder anderen Termin vormerken.